Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas Old World Blues. Und wir müssen immer noch reisen. Diesmal zu Higgs Village, bevor wir hier zum Nordtunnel reisen, weil da ist direkt auch der Eingang zur verbotenen Kuppel. Ich hab Lust. Um die Schalter für unseren Lichtschalter und so zu finden. Die Discs. Hier sehen wir noch die okay. Ach komm. Wie viele Leute sind hier drin denn bitte noch? Ja, holla die Waldfee, wie viele haben sie denn hier reingebracht? Hallo. Aua. Ach komm, der hat überlebt. Sorry. Was denn? Aua. Schlagen mich alle, Mami. Es hat gesessen. Ich glaube, ich brenne. So. Au. Ha. Na. Uah. Niemand? Also niemals. Oh! Sag mal. Jetzt ist aber vorbei mit dir, oder? Oh Gott, ich könnte sterben. Oh Gott! Sache, ja, ja, ja. Sache dort, ey. Nein! Hallo! Wir brauchen mehr kritische Angriffe. Glaube ich. Eine Protonaxt. Boah. Powerrüstung TP minus 20. Das ist schon mal beruhigend, dass meine Powerrüstung mir Minus gibt dabei. Ich habe die ja noch an. Ja, okay. Ich dachte nämlich irgendwie, weil ich ja so viel Schaden in letzter Zeit kriege, dass ich irgendwie meine Powerrüstung noch an habe. Aber ich sehe aber daran, weil die Gegner stark sind. Was ist denn jetzt auch so, das Stimpack hat nur nachgelassen? Higgs Village. Schön, dass das nach dem Wissenschaftler benannt ist, obwohl 2010 kam das Spiel raus, das DLC wahrscheinlich 2011, 12, das Higgs-Boson-Teilchen noch nicht mal anerkannt war. Ja. Und jetzt ist es da. Higgs-Buch. Okay. Ist das, Tranquility Lane oder was? Wow. Nö. Ja, okay. Das ist also nice. Hat was von der Tranquility Lane. Illa verdomma. Aber schöne Blumen im Vorgarten. Der Brunnen ist leer. Hier sind noch ein paar Korken. Ne. Die wir ganz dringend brauchen, weil wir quasi pleite sind. Super Stimpack, das nehme ich auch natürlich. So, was sind denn hier für Häuser? Das Haus Nummer 101. Ah, es ist sowas von absolut Tranquility Lane. Kühlschrank. Aha. Fehlt nur noch, dass hier ein Dr. Stanislasius Braun rumläuft.
Obwohl ich diesen verrückten DLC aber zutrauen, tatsächlich. Bügeleisen. Mein Bügeleisen ist mir letztens kaputt gegangen. Okay. Oh, die Buchklappe. Aha. Wacken. Aha, schon besser. Was haben wir hier? Fernseher. Fernseher auf dem Schlafzimmer, der vom Bett aus gesehen werden kann, ist immer gefährlich. Zu welchem Zweck hat die Hickshalle? Host 102. Zumal in diesen Häusern eh nur komische, riesige Wissenschaftseinrichtungen sind. Ach nein, ich brauche keine Stange Zigaretten. Wo ist sie denn hin? Was? Bin ich blöd? Surgeon Sierra Madre. Speisezusatz. Keine Stange Zigaretten. M. Okay. Was ist das denn? Bist du über so Hightech-Elektronik? Also es ist vielleicht nicht so ganz die Tranquility Lane mit dieser Hightech-Elektronik in jedem Haus. So, was ist in Haus 103? Mhm. Vogelkäfige. Ein Keller. Nee, da können wir rein. Ich will wissen, was sich dahinter befindet. Nein. Nein. Aber irgendwo da rechts. Links meine ich. Jetzt aber. Was haben wir denn hier? Ein Zimmer mit Frauenwäsche? Nein, eingesperrte Teddybäre, die aufgespießt sind. Da ist jemand aber merkwürdigen. Oh. Na gut. Merkwürdigen Bedürfnissen nachgegangen. Ja. Weitergehen. 103. 108. Hä? Was? Ah, okay. Auch gut. Da ist nichts. Ein kaputtes Funkgerät. Das war's. Eine Küche mit Dinnertellern, die alle irgendwie angerichtet sind. Okay. Einem Beckenprojekt Jukebox. Sehr schön. Das wird mir zwar bestimmt nicht das Leben retten, aber das ist auch egal. Eine Audioprobe oder Opernsänger, was? Sie haben eine Rekalibrierungsdatei für den Schallmeter gefunden. Bringen Sie es zu der Jukebox im Becken, um den Schallmeter für neue Effekte zu rekalibrieren. Ich will erstmal wissen, was da drauf steht. Achso. Aha. Da wartet immer noch keiner auf uns. So, 104. Was ist denn in diesem Haus? Auch nix.
zur Heiligen. Das ist doch pervers, die Teddybären, die hier sitzen. Und da... Also, was ist denn das? Guck mal. Ein Schlafzimmer, ne? Ein schönes Schlafzimmer, ein Negligé und ein Anzug. Und dann Teddybären. Ganz viele Spiegel, die wollten... Ich weiß auch nicht. Das ist gruselig. Was ist das denn? Na, ja, es ist gar nichts. Schon mal auf jeden Fall viel. Haus 00? Was? Ein Securiton. Aha. Okay. Ich hab doch keine Ahnung, was hier los ist. Noch mehr Securitons. Warum ein Generator im Badezimmer? Ich verstehe es nicht. So, 101, da haben wir alle im Kreis einmal. Dieses Dorf hat mich dezent verwirrt, weil ich diesen Zweck nicht festgestellt habe. Ja. So, wo muss ich hin? Ah ja. Zum Magnetohydraulikkomplex. Okay. Da. Seesäcke. Mit unnötigen Sachen da drin. Warum nicht? Weiter. Ein Korken! Der macht's. Schwanz visiert. Wow! Ach du meine Güte, wessen Schwanz, was? So, Eieieiei. Oh, du Scheiße. Ach, du verkackte Kackenkacke. Jetzt wird's aber, viel. So. Nochmal und drauf. Auf den Stachel oder auf den Schwanz. Eieieiei. Es war knapp. Na. Und drauf. Eieieiei. Ey. Na, nicht rennen. Ich erwisch dich noch. So. Wer bist du? Noch einer. Zum Glück sind die nur... Also, was heißt nur? Und was heißt zum Glück? Im Angriff, also im Fernangriff so extrem stark. Wir haben gleich das Level 41 erreicht. Weil es geht auch hier relativ schnell, weil es echt viele gute Gegner gibt. Muss man ja schon mal so sagen. Von wo kommen die immer? Wow. Ah, wow. Naja, und sie können mich nicht vergiften. Mir entkommen sie nicht. Echt nicht? Aber ich kann dich erledigen. Das ist quasi wie entkommen. So. Ach Gott,
Gottes Willen. Jetzt habe ich ja aber vor dem Knall erschrocken. Ein Stimpack. Na. Hunger? Wie viel Hunger habe ich denn? 200. Ich habe nichts zu essen dabei. Na, nicht flüchten. So. Okay. So. Wieso kriege ich jetzt nur 16 und nicht 17 wie gerade letztes Mal? Egal, ich frage einfach nicht. Überlegen. Ich glaube, ich mache aber Energiewaffen, oder? Oder Sprengstoff. Überleben brauche ich ja eigentlich nicht. Nee, ich mache Energiewaffen. So, 50 und dann mache ich noch einen auf Sprengstoff. So. Ist das der richtige Weg? Das ist der Nordtunnel, Tatsache. Ich befinde mich schon fast an der Kuppel, an der, zur verbotenen Zone. Mensch. Es besteht eine geringe Chance auf Samenabgabe aus den botanischen Gärten am späten Abend. Ja, dann ist das also. Mountain Nord Tunnel. Kann ich hier irgendwie. Ah. Na gut. Komisches Licht hier drin. Ah, okay. Übertaktetes Geschütz. Na. Irgendwie schießt das schneller, aber es macht doch nicht mehr Schaden. Also. Haben wir auch nicht viel von. So. Weg da. Okay. Hydra. Korken. Und Korken. Aber nichts, was ich irgendwie gebrauchen könnte, weil ich muss den Eingang hier irgendwie öffnen. Ach, da ist das. Ah. Ja, das ist wahrscheinlich der Ausgang hier, deswegen kann ich da auch nicht rein. Finden Sie die fehlenden Module für den Toaster, Maggi und die Buchklappe. Da ist wahrscheinlich... Ja, der Eingang zur Kuppe, ja. So, Security und Dekonstruktionswerk und das Kuckucksnest. Ja. So. Normale Munition drauf. Und in die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.